versuche mich an einem neuen Video, einem Video über ein Thema, das mir sehr gefällt, und zwar das Thema der Logik. Es ist ein Teil der Mathematik und ein sehr grundlegender Teil. Ich möchte gleich mit ein paar Beispielen einsteigen. Ich hoffe, ich kann es verständlich erklären und kriege langsam den Dreh raus, wie man Dinge erklärt. Und zwar, in der Logik gibt es Aussagen. Also ich fange jetzt mit dem Einfachsten an. Eine Aussage. Aussage. Und das kann zum Beispiel sein, braun, blau. Wir können diese Aussagen können wir abkürzen, ist aber jetzt momentan nicht so wichtig. Und zwar können wir über Augen können wir Aussagen machen, nämlich ob sie braun oder blau sind. Also, ich selbst habe zum Beispiel braune Augen. Also bei mir ist braun ist wahr. Blau dafür hingegen ist falsch. Das ist mal der wichtige Aufbau. Aus praktischen Gründen kürzt man das alles ab. Also aus Braun mache ich jetzt zum Beispiel BR und aus Blau mache ich BL. Aus Wahr mache ich W und aus Falsch mache ich F. Das kann man so machen. Jetzt bei mir ist also BR gleich wahr und BL gleich falsch. Das ist jetzt noch nicht so interessant. Interessant sind dann Aussagen, Ausdrücke zusammengesetzte Aussagen. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen. Zum Beispiel, bei mir selbst ist auch wahr, dass ich nicht blau. Ich habe nicht blaue Augen, das ist wahr. Nicht werden wir auch in einer Kurzform schreiben, und zwar gibt es zwei verschiedene Varianten, wie man das so schreibt. Das eine ist nicht blau oder nicht blau. Ja, ich habe auch schon gesehen. Mit einem Ausrufezeichen. Das ist alles das Gleiche. Es sind einfach verschiedene Symbole, heißen alle dasselbe. Ich werde dieses hier benutzen. Also diese Ecke hier heißt nicht. Also bei mir ist nicht blau ist wahr. So. Und nicht braun ist falsch. Also habe ich nicht blaue Augen? Ja. Habe ich nicht braune Augen? Nein.
Also, wir haben, man kann Ausdrücke kürzer schreiben in der Kurzform und man kann Wahrheitswerte haben für diese Zeichen, für diese Ausdrücke, also wahr oder falsch. Und man kann ein Nicht davor setzen und dieses Nicht kehrt den Wert um. Also wenn etwas zuvor wahr war, dann ist die Nichtaussage davon, also hier, ist dann falsch. Also die positive Aussage ist wahr, die negative ist falsch und das gleiche natürlich hier. Das ist wieder eine kurze Definition wieder. Jetzt kommen wir zu einem etwas interessanteren Ausdruck und zwar und oder. Zuerst und. Ich definiere neue Variablen und zwar H gleich braun. Das nenne ich H BR und Augen gleich braun. Das nenne ich A BR. Ich habe diese Abkürzung einfach gewählt, weil sie logisch ist. Also H für Haar, BR für Braun, A für Auge, BR wieder für Braun. Bei mir ist HBR und ABR wahr. Ich habe sowohl braune Haare als auch braune Augen. Also bei mir ist die Und-Aussage, das ist etwas Neues, ist bei mir wahr, weil beide richtig sind. Jetzt aber zum Beispiel H, BR und A, BL. Das habe ich jetzt nicht definiert, aber ist falsch. ABL ist blaue Augen. Auge blau. Haar braun. Ich habe nicht braune Haare und blaue Augen. Also die Und-Aussage ist falsch, obwohl ich das ja habe. Ich habe ja braune Haare, aber nicht blaue Augen. Deshalb ist die Und-Aussage falsch. Die Und-Aussage ist genau dann richtig, also genau dann wahr, wenn die beiden einzelnen Aussagen wahr sind. Also eine Aussage. Ich nenne sie einfach mal generell A und B. Dieses A und B kann alles Mögliche sein. Das A und B, zum Beispiel A könnte sein Haare braun und B könnte sein, sagen, Auge braun. Ich möchte mich aber nicht auf Haare oder Farben oder irgendetwas beschränken. Ich nenne es jetzt einfach A und B. Das muss euch nicht weiter stören. Ich gehe jetzt jede mögliche Variante durch, wie diese Wahrheitswerte haben können. Es können beide falsch sein. Es kann nur B wahr sein. Es kann nur A wahr sein.
und es können beide wahr sein. So, und jetzt kann ich sagen, wann ist unrichtig? Also wann ist unwahr? Und ist nur dann wahr, wenn A und B wahr sind. Also in der ersten Zeile ist und nicht wahr, weil nicht A und B wahr sind. Denn beide sind falsch. Also das heißt, das und ist falsch. Bei der zweiten Zeile ist A falsch und B wahr. Das heißt aber trotzdem, dass und falsch ist, weil ja A falsch ist. Bei der dritten Zeile ist B falsch, deshalb ist und auch falsch. Und nur beim letzten ist es wahr. So können wir, haben wir eine genaue Definition, wann und wahr ist. Und ist wahr in genau diesem Fall, wenn das hier gilt. Und schreiben wir auch anders, und zwar so. Auch gebräuchlich ist ein Punkt, aber das mache ich nicht, denn was jetzt gleich kommt, wird dann verwirrend sein. Also das ist das und. Und der nächste und letzte Begriff, den ich heute anschauen möchte, ist das oder. Haare blau oder Auge braun. Das ist wahr. Diese Aussage ist wahr, wenn eines von beiden stimmt. Eines oder mehr. Also, ich habe zwar nicht blaue Haare, aber ich habe braune Augen. Deshalb ist die Aussage, dass ich entweder, dass ich blaue Haare oder braune Augen habe, ist wahr. Ich werde das oder jetzt auch so definieren, wie in dieser Tabelle. Ich habe wieder zwei allgemeine Aussagen, A und B, und hier habe ich das oder. Und ich mache wieder alle Möglichkeiten durch. Beide falsch, nur B war, nur A war, beide war. Wann ist oder war? Oder ist hier nicht wahr? Es ist weder A noch B wahr, deshalb ist oder falsch. Also A oder B ist falsch. Beim zweiten ist es wahr. Denn B ist ja wahr. Beim dritten auch, weil A wahr ist. Und beim vierten ist Definitionssache, aber bei uns ist es wahr. A oder B ist wahr? Ja, A oder B ist wahr. Denn beide sind wahr. Das ist die Definition vom logischen Oder. Das oder kann man auf verschiedene Arten schreiben. Ich werde es so schreiben, mit einem V. Auch gebräuchlich ist das Plus. Aber das Plus nehme ich nicht, denn das ist verwirrend, weil ja und wäre ja eher ein Plus als oder. So vom Wortstamm her. Das hat aber andere Gründe, das macht schon Sinn, dass da ein Plus ist. Aber wir nehmen das nicht, wir nehmen dieses V. Also wir nehmen
A oder B? Das ist eine Aussage. Die ist genau dann wahr, wenn A oder B wahr ist. A und B, das ist genau dann wahr, wenn A und B wahr sind. Das sind die wichtigsten Aussagen, die man so hat. Jetzt kann man aus diesen Dingen kann man andere Sachen zusammenbauen. Das erste Wichtige, das man so machen kann, ist die Implikation. A impliziert B. Das werde ich von Anfang an nicht so schreiben. Ich schreibe von Anfang an A Pfeil B. Was das so intuitiv heißt, also oder und waren einfach, das kennen wir in unserem Wortschatz sehr gut, impliziert nicht so. Impliziert heißt, wenn A wahr ist, dann muss auch B wahr sein. Wenn A wahr ist, muss auch B wahr sein. Wenn A nicht wahr ist, dann ist egal, was B ist. Also diese Aussage ist richtig immer dann, wenn A wahr ist und B auch. Oder wenn A falsch ist, dann kann B sein, was es will. Das ist einfach die Definition. Ich schreibe es mit einer Tabelle aus, mit allen Möglichkeiten, die es gibt. A, B impliziert. Gehe wieder alle Möglichkeiten durch. Beide sind falsch. Nur B ist wahr. Nur A ist wahr. Beide sind wahr. Also ich habe gesagt, die Implikation ist wahr, wenn A wahr ist und B auch. Also hier muss sie wahr sein. Dann A impliziert B. Gilt hier nicht. A ist wahr, aber B ist falsch. Das heißt, A impliziert nicht B. Hier gilt, wenn A falsch ist, dann ist egal, dass es etwas impliziert. Es ist nur, wenn A wahr ist, muss es B implizieren. A ist aber nicht wahr. Deshalb gilt das immer. Also gilt das. Dem wurde nicht widersprochen. Das ist vielleicht zu Beginn etwas verwirrend, aber ich möchte, dass ihr das so akzeptiert. Das ist wahr und das ist auch wahr. Wenn A falsch ist, dann kann B sein, was es will und es widerspricht nicht dem Pfeil. Der Pfeil heißt nur, wenn A wahr ist, dann muss B auch wahr sein. Und wenn A halt nicht wahr ist, dann ist egal, dann ist haben wir kein Problem. So. Der Pfeil, der kann auch anders geschrieben werden. Und zwar nicht A oder B. Hier haben wir jetzt die Zeichen, die ich zuvor eingeführt habe, das oder und das nicht. Und die Klammer, aber die Klammer ist nur, wie man es lesen soll. Die hat keine Bedeutung für euch. Das heißt einfach, das nicht gehört nur zum A. Also.
machen wir die Tabelle, um zu sehen, was dieser Ausdruck so bedeutet. Ich schreibe ihn nochmal. Nicht A oder B. Schreiben wir wieder A, B. Hier schreibe ich noch nicht A hin. Und hier schreibe ich noch nicht A oder B. So. Gut, gehen wir wieder für A und B alle möglichen Werte durch. Beide falsch. Nur B war. Nur A war. Beide war. Wann ist nicht A wahr? Nicht A ist genau dann wahr, wenn A nicht wahr ist. A ist nicht wahr, ganz egal was B ist. A ist einfach hier wahr, weil A ja falsch ist, ist nicht A wahr. Und hier ist es falsch, weil A ja, weil A wahr ist, ist nicht A dann falsch. Ich möchte hier noch ein paar Sätze benutzen als Beispiel. Also wieder, sagen wir wieder. A heißt, jemand ist schön. A heißt, A können wir jetzt definieren als schön. Also wenn A wahr ist, ist jemand schön. Wenn A falsch ist, ist er nicht schön. Und dann ist nicht A, ist natürlich nicht. Schön. Nicht schön ist genau dann wahr, wenn jemand nicht schön ist. Also wenn A hier, wenn A F ist, dann ist sie ja nicht schön. Das ist genau diese Aussage. Und wenn A wahr ist, also A ist schön, dann ist nicht schön falsch. So einfach. Jetzt, was machen wir bei der nächsten Spalte? Bei der nächsten Spalte haben wir den Ausdruck, den wir gesehen haben. Und zwar haben wir nicht A oder B. Das ist genau gleich wie oben, nur haben wir links haben jetzt ein bisschen einen komplizierteren Ausdruck. Aber es muss uns nicht mehr weiter verwirren. Wir wissen nämlich, was nicht A ist. Das haben wir hier geschrieben. Und B wissen wir auch, das haben wir hier geschrieben. Also nicht A oder B ist genau dann wahr, wenn eines dieser zwei Spalten wahr ist. Und wann ist das der Fall? Ja, das ist genau der Fall in der ersten Zeile, in der zweiten auch, das sind ja beide wahr, in der dritten nicht. In der dritten nicht, weil beide ja falsch sind. Und in der vierten sind sie wieder. Jetzt möchte ich noch eine letzte Spalte, und zwar wieder die Implikation. Wenn ihr es euch nicht merken konntet, ich mache es hier nochmal. Implikation ist genau dann, wahr. Wenn A wahr ist und dann auch B wahr ist. Oder wenn A falsch ist, dann ist egal, was passiert und es ist immer wahr. Also, wenn A wahr ist und B auch, dann ist die Implikation auch wahr. Wenn A wahr ist, B aber falsch, dann nicht.
und beim Rest ist es wieder wahr. Wenn A falsch ist, dann darf B sein, was es will und es ist egal, die Implikation ist wahr. Also, was sehen wir? Egal wie wir A und B wahr und falsch sagen, hier haben wir alle Möglichkeiten, was A und B für Werte haben können. Egal was das für Werte sind, diese zwei Aussagen sind genau gleich. Die sind genau dann wahr, wenn der andere wahr ist. Also kann man sich jetzt vorstellen, entweder wenn man den Pfeil sieht, sieht man den anderen Ausdruck mit nicht A oder B. Oder wenn man nicht A oder B sieht, kann man auch den Pfeil sehen. Warum das wichtig ist, werde ich ein anderes Mal erklären. Und zwar geht es dann um Beweise. Indirekte Beweise und direkte Beweise. Und für das braucht man genau die Implikation. Mit der Implikation kann man dann sagen, dass ich auch etwas leicht anderes beweisen kann und trotzdem dann die Aussage gezeigt habe. Das ist jetzt noch ein wenig abstrakt, aber ich hoffe, es wird mit dem nächsten Video dann klar. Jetzt möchte ich nochmal kurz durchgehen, was wir alles angesehen haben. Und zwar haben wir Aussagen gehabt. Und das sind zum Beispiel Farben. Und die haben wir abgekürzt. Danach haben wir diese Aussagen auf mich bezogen und sie dementsprechend mit dem Wahrheitswert belegt. Also braun, ich habe es jetzt auf die Augen bezogen im ersten Schritt, braun ist bei meinen Augen wahr und blau falsch. Wahr und falsch habe ich abgekürzt mit W und F. Daraus folgt, dass man es wie hier links, rechts gezeigt, auf diese Weise schreiben kann. Und danach habe ich das nicht eingeführt, nicht blau. Nicht blau ist wahr bei meinen Augen, denn ich habe nicht blaue Augen. Dieses nicht habe ich mich entschieden, dieses Symbol hier zu verwenden. Ich hätte auch die anderen benutzen können, aber ich habe mich jetzt für das entschieden. Also nicht blau ist wahr bei mir. Nicht braun ist falsch, weil ich habe ja braune Augen. Ich habe nicht braune Augen. Danach habe ich zwei neue Aussagen definiert. Und zwar habe ich es auf Haare und Augen bezogen. Haare braun, Augen braun. Und habe dann das und eingeführt. Haare braun und Augen braun, das ist wahr. Weil ich braune Haare und braune Augen habe. Haare braun und Augen blau, das ist falsch. Weil ich habe keine blauen Augen. Und es müssten beide Dinge wahr sein, damit dass die und-Aussage wahr ist. Da habe ich das und definiert, wie wann es genau wahr ist. Es ist genau dann wahr, wenn beide einzelnen Aussagen wahr sind. Sonst nicht. Wenn A oder B falsch ist, dann ist die Und-Aussage falsch. Und ich habe Und notiert mit diesem Haken, dieses A ohne Querstrich. Danach habe ich das Oder eingeführt. Ob ich blaue Haare oder braune Augen habe, das ist wahr, weil ich habe braune Augen. Und dann habe ich es auch wieder mit der Tabelle definiert, alle Werte, die A und B annehmen können. Und dann gezeigt, was Oder für Werte annehmen kann.
Oder ist genau dann falsch, wenn beide falsch sind? Und sonst, wenn einer von beiden wahr ist, ist oder wahr. Ich habe oder mit diesem V notiert, also das kommt man dann auf diese Schreibweise. Das hier ist das und. Und zuletzt, oder fast zuletzt, habe ich impliziert definiert mit dem Pfeil. Impliziert A impliziert B. Heißt einfach, wenn A wahr ist, dann muss B auch wahr sein. Wenn A falsch ist, dann kann B sein, was es will. Und impliziert ist wahr. Beispiele für impliziert sind halt etwas schwierig, weil sie ein bisschen lächerlich klingen. Aber zum Beispiel braune Augen impliziert braune Haare. Das ist bei mir wahr, weil ich habe sowohl braune Augen wie auch braune Haare. Mit diesen Farbbeispielen ist impliziert etwas schwierig, aber impliziert ist das Beispiel, das wir danach brauchen, um etwas zu beweisen. Und deshalb im nächsten Video werde ich mit dem arbeiten und das sind dann Beispiele dafür. Ich habe nach behauptet, dass der Pfeil auch anders geschrieben werden kann, und zwar so. Mit nicht A oder B. Und danach habe ich gezeigt, dass das auch stimmt. Alle Werte für A und B. Und danach habe ich nicht A gezeigt, was das für Werte hat. Danach die schwierige Aussage. Und danach die impliziert und habe gesehen, dass es gleich ist. Ich hoffe, das war verständlich und wäre froh um Verbesserungsvorschläge, wenn etwas unklar ist. Ich würde das gerne üben und immer besser werden im Dinge erklären. Und freue mich auf das nächste Video, wo wir dann den ersten Beweis mit Hilfe von Logik ansehen.